Hallo und herzlich willkommen bei Phoenix Barbecue. Wir werden heute kein Fleisch machen, wir werden heute auch keinen Fisch machen, wir werden auch nichts mit Gemüse machen. Was ich dann mit euch vorhab, das seht ihr gleich. So, wenn ich keinen Fisch mache, wenn ich kein Fleisch mache, wenn ich kein Gemüse mache, ja, was macht er denn dann? Wir werden heute backen. Und zwar im Dutch Oven. Und was machen wir ganz genau? Wir machen Wuchteln oder auch Rohrnudeln, wie man es hier in Bayern oder im süddeutschen Raum nennt. Das Ganze geht dann auch bis nach Österreich rüber. Wenn ihr andere Namen dafür habt, wo ihr herkommt, dann schreibt das auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Hefeteig, denn den brauchen wir da dazu. Und dann gehen wir nochmal runter zu den Zutaten. Schnell zu den Zutaten. Ganz klassischer Hefeteig. Wir haben hier Zucker. Ich nehme aber keinen weißen Zucker. Ich nehme braunen Zucker, weil der ist mir vom Geschmack her ein bisschen intensiver und wird dann nachher auch schön ein bisschen karamellig. Butter, Eier. Hier habe ich Salz und etwas geriebene Zitronenschale, Mehl und unsere Hefe und Milch. Wie man es kennt, wir fangen an. Hier habe ich unsere Milch, die ist schon lauwarm. Und hier kommt jetzt dann die Hefe rein. Das ist mal ein bisschen was in die Butter geflogen, das ist aber nicht wirklich schlimm. Da kommt dann auch gleich unser Zucker mit dazu, weil ihr seht, ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera. Der braune Zucker, der ist etwas gröber als der normale feine Zucker. Und damit der sich jetzt schon ein bisschen auflösen kann, wie gesagt, kommt der gleich mit zur Hefe in die Milch. Wenn dann alles rausgeht. Jawohl. Die Hefe kann jetzt aktivieren. Der Zucker kann sich auflösen. Und dann machen wir hier an der Küchenmaschine weiter. Da kommt jetzt einfach bloß das Mehl rein. Da kommt Eier mit dazu. Das genaue Rezept natürlich für alles, was ich mache, natürlich wie immer unten in der Infobox. Ihr kennt das ja schon. Die Butter dazu. Dann hier dieses bisschen Salz und die Zitronenschale. Ich mache jetzt keinen Vorteig. Denn wenn ich die Hefe schon in der Milch aktiviere, dann spare ich mir das mit dem Vorteig. Und dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen ruhen. Bisschen ruhen, haha, sehr gut. Ein bisschen kneten. Und dann hole ich euch gleich nochmal dazu. Zucker hat sich aufgelöst. Jetzt kommt diese Hefe-Milch-Zuckermischung hier zu unserem Teig. Und dann lassen wir das jetzt hier so auf Stufe 2, dann so ja, gute 8 Minuten, bis ein schöner Teig draus geworden ist, kneten. Und wenn der Teig fertig ist, dann sehen wir uns gleich nochmal. Der Teig hat 8 Minuten ungefähr geknetet. Jetzt schauen wir uns mal an. So schaut er gut aus. Er klebt noch etwas, klebt aber nicht mehr an den Händen. So finde ich, ist er eigentlich perfekt für mich. Der wird jetzt abgedeckt, geht ab in die Sonne, darf jetzt ungefähr das Doppelte aufgehen. Und dann würde ich sagen, wir brauchen noch ein paar andere Sachen für die Dampfnudeln, sage ich schon. Ja, ich sage Dampfnudeln, weil es ist eigentlich eine Dampfnudel, nur dass sie halt im Ofen gebacken wird, beziehungsweise heute bei mir im Dutch Oven. Da brauchen wir noch ein paar andere Zutaten dazu, mit denen machen wir jetzt dann gleich weiter, während der Teig hier ruht. Der Teig steht in der Sonne und darf jetzt schön entspannen und aufgehen. In der Zwischenzeit können wir die Zeit nutzen und unsere Füllung zubereiten. Ich mache heute eine Kirschfüllung. Ihr könnt da jetzt aber auch alles andere an Obst nehmen, Marmelade, was euch da am besten schmeckt. Ich mag es am liebsten mit Kirschen gefüllt. Und jetzt würde ich sagen, wir machen erstmal unsere Kirschen. Briketts habe ich schon drin, weil die brauche ich dann auch später für meinen Dutch Oven. Topf. Jetzt hier etwas Zucker. Auch wieder brauner Zucker. Den lassen wir dann schön karamellisieren. Bisschen, da darf schon was rein.
ziehe ich mir dann doch mal einen Handschuh nebenbei an. Weil, wie gesagt, dafür sind die Dinger da. Und jetzt müssen wir kurz warten, bis der Zucker karamellisiert ist. Wie ihr seht, jetzt haben wir hier ein richtig schönes Karamell. Keine Panik bei dem braunen Zucker. Ich habe jetzt am Anfang ehrlich gesagt auch ein bisschen Panik bekommen, aber der braucht ein bisschen länger, bis wir hier ein schönes Karamell haben. So schaut das aus. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt, wie sich das gehört, nee, machen wir nachher dazu. Hier habe ich jetzt den Saft von unseren Sauerkirschen. Damit lösche ich jetzt ab. Dann habe ich hier für Kirschen, wie sich das gehört, einen kleinen Schuss Kirschwasser. Ihr könnt jetzt dann natürlich auch das Kirschwasser weglassen für die Kinder und so weiter, wenn welche dabei sind. Dann habe ich noch etwas Limoncello. Da bekomme ich dann so etwas die Zitrone mit rein. Aber wie gesagt, lasst das bei kleinen Kindern, könnt ihr das weglassen. Wir lösen jetzt hier den Zucker auf. Und dann kommen einfach nur nachher die... Nein, halt, stopp, ich habe noch was. Zimt. Den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Der Zucker löst sich jetzt schön auf. Dann kommen unsere Sauerkirschen mit dazu. Also das duftet schon echt hier richtig schön nach Zimt. Kamerafrau nickt auch im Hintergrund. So. Das Ganze lassen wir jetzt einmal aufkochen und dann binden wir das ab, füllen es um in eine Schüssel und dann darf das Ganze im Kühlschrank noch ein bisschen auskühlen, bis unser Teig fertig ist. Wir brauchen dann noch eine zweite, beziehungsweise ja, eine zweite Komponente zu unseren Rohrnudeln. Und dann hätte ich gesagt, dann sehen wir uns gleich, wenn ich die zubereite. Ich hole euch jetzt doch noch mal kurz, ganz kurz damit dazu. Die Sauerkirschen kochen jetzt auf und jetzt binde ich sie einfach bloß mit ein bisschen Mondamin ab. Schauen wir mal, wie dick ich das haben möchte, aber das reicht. Genau. Jetzt seht ihr, wie das richtig schön dick wird. Genau so möchte ich es haben. Hier lassen wir jetzt noch ganz kurz, so eine Minute, nochmal aufkochen. Und dann sind die eigentlich schon fertig. Jetzt probieren wir das Ganze hier auch mal ein kleines bisschen, weil wir müssen ja mal schauen, ob das schmeckt. Perfekt. Mal hinter die Kamera. Was sagst denn du? Geil. Die sind geil, gell? Ja, das die sind geil. Die sind richtig geil. Ja, die sind richtig geil. Ja, wie gesagt, die lassen wir jetzt noch einmal ganz kurz ein bisschen aufkochen. Dann fülle ich sie um in eine Glasschüssel. Dann dürfen sie ein bisschen auskühlen. Vielleicht stelle ich sie dann auch noch in den Kühlschrank. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die nächste Komponente für unsere Rohrnudeln zubereite. Jetzt nochmal ganz kurz, der Hefeteig geht noch. Die Sauerkirschen sind fertig für die Füllung. Eine Komponente fehlt noch und das ist eine leckere Vanillesoße. Die gehört einfach dazu. Wo machen wir die Vanillesoße drin? Da gehen wir mal kurz zum Tisch rüber. Beziehungsweise, nee, die Kamera kann, glaube ich, mal da drüben bleiben. Das ist nämlich eine ganz nette Geschichte. Jetzt habe ich hier, seht ihr das kleine, süße, schnucklige Dingelchen da, wo ich noch nicht einmal gewusst habe, dass es überhaupt so einen kleinen Topf von Petromax überhaupt gibt. Das ist insofern eigentlich eine relativ lustige Geschichte, als dass es ja eigentlich jeder, der ein Hobby hat, kennt. Man will sich irgendwas kaufen. Und dann freut man sich da drauf und dann spätestens, wenn dann so vom Partner der Satz kommt, wofür brauchst du das denn eigentlich,
kriegt derjenige Schweißperlen aufs Gesicht. Und dieses Mal war es echt total andersrum. Wir waren vor ein paar Wochen beim Grillfürst, der ist bei uns nicht weit weg. Und weil ich mich da ein bisschen umsehen wollte, und dann steht da vorne im Eingangsbereich stehen die ganzen Kochgeschirrsachen von Petromax. Und auf einmal kommt meine Frau und hat dieses kleine, süße, schnucklige Ding in der Hand und sagt, ey, der ist so putzig, der ist so süß, den nehme ich mit. Und dann war das erste Mal ich derjenige, wo dann meine Frau angeschaut hat und gesagt hat, wofür zum Teufel brauche ich dieses kleine Teil? Naja, okay, meine Frau hat sich durchgesetzt, ich habe ihn jetzt. Und habe dann auch die ganze Zeit überlegt, hey Mensch, was mache ich mit diesem kleinen Ding? Ja, genau. Ich habe es mal geschaut, da passt ein halber Liter rein. Insofern eigentlich immer perfekt. Wenn ihr zu einem Dessert, zu einem Kuchen oder sonst irgendwas eine leckere Soße wollt, perfekt. Und das werden wir jetzt dann auch gleich mal ausprobieren. Ich stelle den schon mal hier drauf, dass der schon mal ein bisschen warm werden kann. Und jetzt kommen wir mal über die Kamera rüber und jetzt machen wir hier die Mischung für die Vanillesoße. Ich brauche, und das rühre ich mir jetzt eigentlich alles gleich hier in der Schüssel an. Dann nehmen wir so zwei, drei Teelöffel brauner Zucker. Dann kommt auch gleich die Speisestärke dazu. Dann kommt etwas Milch dazu. Speisestärke etwas aufrühren. Dann kommt der Rest hinzu. Dann habe ich hier noch das Mark von einer ausgekratzten Vanilleschote. Jupp, rein damit. Und dann fehlt noch eine Zutat. Ein Ei. Oh, das habe ich schon angeschlagen. Alles schön miteinander verrühren und verquirlen. Und das ist jetzt eigentlich schon das ganze Geheimnis von einer schönen Vanillesoße. Und das, und wenn ich mich jetzt nicht vermessen habe, müsste das jetzt ganz genau alles hier reinpassen. Und wie ihr seht, es tut's. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch das Ganze einmal schön aufkochen. Und ja, dann ist eigentlich unsere Vanillesoße auch schon fertig. Und ich habe eine super Verwendung für dieses echt kleine süße Teil hier. Eine Sache habe ich noch. Hier habt ihr natürlich jetzt die Schale von der Vanilleschote. Schmeißt die bitte nicht weg. Ich gehe immer her. Ich habe hier so ein kleines Glas mit normalem Zucker in dem Fall. Und jetzt gehe ich einfach bloß her. Ich drücke die hier so ein bisschen zusammen und dann ab hinein damit in den Zucker. Und jetzt geht der ganze Geschmack von der Schote nochmal schön in den Zucker. Die Vanilleschote trocknet auch ein bisschen aus, und wenn die dann so in einer Woche, zwei Wochen ausgetrocknet ist, rausnehmen, in den Mixer, schön klein mixen, wieder ab dazu in euren Zucker, und ihr habt eigentlich immer ein richtig schönes, tolles, selbstgemachtes Vanillezucker zu Hause im Schrank stehen. Ja, und jetzt quatsche ich auch nicht weiter, weil es gibt auch nichts mehr Interessantes zu erzählen. Wir sehen uns dann nachher, wenn ich dann die Rohrnudeln fülle. Wir sind soweit. Der Hefeteig ist jetzt fertig gegangen. Was haben wir jetzt hier alles? Machen möchte ich es im Topf. Das ist der, jetzt spickel ich mal geschwind auf den Deckel, der 4,5 von Petromax. Ich habe den Topf schon mal, wie ihr seht, ausgebuttert. Und unten habe ich ihn ausgestreut mit braunem Zucker, damit dann nachher unsere Wuchteln auch von unten leicht karamellisieren. Jetzt kommen wir zu unserem Teig. Wie ihr seht, Bombe.
Den holen wir jetzt hier schön aufs Brett. Ein bisschen Mehl drauf. Ja, wir haben heute ein paar Zutaten mehr, aber ich denke, der Aufwand hält sich dennoch in Grenzen, trotz der mehr Zutaten. So, Hände etwas mehlen und jetzt kneten wir hier unseren Hefeteig nochmal schön ein bisschen durch. Der ist richtig schön weich. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Geschichte. Ich habe jetzt mal geplant, dass 8 Stück reinpassen. Ich hoffe, mein Augenmaß täuscht mich da auch nicht. Das heißt, wir werden den Teig jetzt halbieren. Und dann jede Hälfte. Ja, schauen wir mal. So haben wir 2, 3, 4. Ja, ich glaube, so passt das. Nochmal in 4 Stücke. Die Perfektionisten unter euch können das jetzt auch auf die Waage legen. Ich mache das jetzt hier Pi mal Daumen. So. Jetzt hier etwas auseinanderdrücken. Mal einen Blick an die Kamerafrau. Das ist alles drauf, gell? Mhm. Mhm. So ganz schüchtern. Sie mag ihre Stimme nicht. Oh, okay. So. Dann unsere Sauerkirschen. Machen wir jetzt hier so einen guten Esslöffel voll. Schön in die Mitte. Und noch ein paar Kirschen dazu. So. Und dann schlagen wir das hier schön vorsichtig, damit das der ganze Bart schon vorher rausläuft. Zu so einer Tasche. Oh, das mag ich jetzt nicht so, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Genau. So ist es zu. Schöne Kugel nochmal, dass es schön in der Mitte ist. Wäre natürlich perfekt, wenn es uns während dem Backen nicht rausläuft, aber das werden wir dann ganz zum Schluss sehen. Und dann setzen wir die hier schön in den Topf. Und genau das mache ich jetzt mit den restlichen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht das dann aus, wenn alle Wuchteln geformt sind und im Topf sind. Was jetzt natürlich nochmal ganz, ganz wichtig ist, die müssen jetzt nochmal gehen. Ich würde mal sagen, ich denke mal, heute ist es relativ warm. Der Topf gibt, speichert auch ein bisschen besser die Wärme. Ich denke mal, so 20 Minuten nochmal gehen lassen. Zeige euch das dann aber dann nachher nochmal, bevor sie aufs Feuer gehen, wie das dann genau ausschaut. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Und ich finde, das schaut jetzt schon relativ toll aus. Hier hinten sehe ich schon, so an einer quetscht sich schon ein bisschen die Soße raus. Da habe ich ein bisschen unsauber geformt. Aber naja, das wird dem Geschmackserlebnis dann am Schluss keinen Abbruch tun. Und dann sehen wir uns später wieder, wenn die Wuchteln nochmal schön aufgegangen sind. Sie sind, wie ihr seht, schön aufgegangen. Hier seht ihr schon ein kleines Verunglücktes. Das ist mal jetzt schon aufgegangen. Aber wie gesagt, geschmacklich tut das nachher keinen Abbruch. Ich werde jetzt hier die Wuchtel nochmal schön mit etwas Butter einpinseln und mit Zucker bestreuen, dass sie dann auch nachher von oben schön etwas karamellisieren können. Und ich finde, also ich könnte jetzt schon echt reinbeißen, wenn ich nicht wüsste, dass der Teig noch roh ist. Wunderbar. Dann noch mal hier schön etwas Zucker. Natürlich ganz klar für die schlanke Linie ist das natürlich auch nichts, aber naja, ich und schlanke Linie, mir ist es egal. So, da kommt jetzt der Deckel drauf.
Und dann geht das Ganze ab aus Feuer. Mal schauen, ob die Kamera da schwenken kann. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Zack, hier oben drauf. Dann hole ich mir noch ein paar Briketts, weil wir brauchen heute auch ein bisschen Hitze von oben. Ich fange da mal ganz vorsichtig an und taste mich dann da auch an, weil jetzt hier so im Dutch Oven mache ich das auch zum ersten Mal. Ich denke, das sollte genügen. Backzeit plane ich jetzt mal so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich werde immer wieder mal reinschauen und beobachten, was die schönen Gebäckstücke tun. Und dann nachher, wenn wir dann probieren, werde ich euch dann sagen, wie lange ich dann ungefähr die Backzeit, wie lange das gedauert hat. Na, also dann bis nachher. Eine halbe Stunde waren sie jetzt drin. Und jetzt werfen wir einfach mal einen Blick rein. Überraschung, Überraschung. Wow. Also ich würde jetzt mal so schwer behaupten, auf den ersten Blick schaut das mega aus. Ob sie mir jetzt unten verbrannt sind, ob ich da jetzt zu viel Hitze hatte, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber zum Tisch und dann labern wir nicht großartig und dann schauen wir mal, dass wir das Ding probieren, gell? Wir sind am Tisch und jetzt steigt die Spannung. Jetzt werden wir uns hier mal schön versuchen, eine rauszuholen. So. Hoffentlich mal schauen, gar nicht so einfach, wenn wir noch so voll sind. Ja, unten sind sie mal reingebacken, aber ich finde trotzdem, das ist ein richtig tolles Ergebnis. Sie sind schön gebacken, sie sind schön fluffig, oh, herrlich. Etwas von unserer selbstgemachten Vanillesoße darf natürlich nicht fehlen. Oh, herrlich, 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 herrlich. Und jetzt probieren wir einfach mal. Schon beim Durchschneiden. Blasen, wie immer. Ja, genau so wie sie aussehen, schmecken sie. Genial. Genial. Echt, das freut mich. Das freut mich echt. Mal ein Stück darüber. Mal hinter die Kamera. Du magst bestimmt auch. Ja, ich bin wieder zurück. Meine Hauptkamerafrau ist wieder da, wenn es auch nur 5 Minuten da ist. Und ich habe gesehen. Was sagst du? Gut. Gut. Da hinten sitzen noch mit zwei, die auch noch Lust haben zu probieren. Aber ich hatte keine Füllung. Du hattest keine Füllung. Du hattest keine Füllung. Dann popel ich extra hier für dich ein kleines bisschen Füllung noch raus. Ja, so ist es auch richtig. Für die Queen. Mit Füllung? Gib mal die Gabel. Halt. Ja, pusten. Ich sag's immer wieder, immer wieder. Okay, Leute, ich hab's ja. Da drüben mag auch noch jemand probieren. Was sagst du? Boah, geil. Geil? Ja. Ist mega, gell? Das ist... Hey, ich bin hier nur am Verteilen, Herrgott, kurz hier. Fix nochmal. Weil nochmal jemand? Was sagt die junge Dame? Die macht's richtig, die pustet. Lecker. Lecker. Ja, ich habe Pusten nicht drauf, ich bin immer zu gierig. Ja, das macht dann Mund aua. Aber jetzt darf ich auch noch mal kurz. Mit der Füllung. Mit vollem Mund spricht man nicht, aber. Es ist ein schöner, sonniger Sonntag. Bei mir Samstag, aber bei euch ein schöner, sonniger Sonntag. Schöne Wuchteln. Rohrnudeln, eine leckere selbstgemachte Vanillesoße. Herz, was willst du mehr? Macht es nach, probiert es aus. Dutch Oven kann mehr als nur Fisch, Fleisch, Gemüse, Eintopf und was man sonst so drin macht. Auch backen, hervorragend. Mir bleibt nur zu sagen, bis die Tage.